Weg, weg, weg! Wow, lauf! Meine Güte! Sehr gut. Oh, ein Geschenk. Und es ist tatsächlich Objektbestandteil dieser Welt. Man kann es bewegen. Wie diese Puppe, wobei die sich physikalisch fragwürdig verhalten hat. Okay. Sehr schön. Wir ignorieren die öffentlichen Hinrichtungen und so. Oh, 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 oh. Hotel, Krankenstation. Nein, nein. Voller Fokus auf die... Hey, das Medikit mitnehmen. Wow. Sie haben uns, ne? Das war's. Lauf! Lauf! Rüber! Von Feinden bewachter Ort erkannt. Okay, und jetzt die nächste links. Bei der nächsten Kreuzung links abbiegen. Und da vorne warten sie schon wieder. Nein, ich nehme... Ach, da fängt schon der Kontrollpunkt an. Nee, das ist... Dies ist eine Territoriumskontrolle. Na dann noch ein, zwei Querstraßen weiter. Wir müssen das jetzt so taktisch angehen. Wir haben nicht genug Munition. Kopfgeldziel verloren. Nein, das tut mir aber leid. Das war das Kopfgeldziel, was wir durch die Befreiung der Geiseln bekommen haben. Und da vorne wird schon wieder gekämpft. Hier wird überall gekämpft. Es ist ein verfluchtes Krisengebiet. Oh, oh. Herr... Ist in Ordnung. Ich rufe die Gang. Wenn die erstmal unterwegs ist, dann haben wir einen Schnellreisepunkt. Und zwar einen von den Guten. Jetzt kann der Spaß losgehen, ne? Hotel, Krankenstation. Klappe die erste und sicherlich nicht die letzte. Wir suchen uns einen vernünftigen Einstiegspunkt aus. Genau, kämpft ein bisschen. Soll mir recht sein. Du stehst da noch ganz alleine. Soll er machen. Drohnen sind unterwegs. Schön explodieren. Hier fällt gerade keiner in den Rücken. Noch nicht. Ja, macht mal hier schön. Macht mal hier schön. Tobt euch mal so richtig schön aus. Richtig miese Jungs da drüben. Mhm, aber ich glaube... Nee, perfekt, genau. Lauf da rein. Und du auch, hinterher, Mensch. Du willst doch nicht deinen Kumpel alleine gehen lassen, oder? Dass ich das noch erleben kann. Wirklich mies von dir. Richtig mies. Dafür hast du den Tod verdient. Oh oh. Vorsichtig. Ja, Drohne. Gute Idee. Drohne. Finde ich super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen in den gelben Bereich rein. Sonst können wir unsere Gang nicht rufen. Jetzt sind wir drin. Schon mal eine Granate werfen. Interessiert euch alles gar nicht, ne? Okay. Selber schuld. Boom. Hey, hey, hey. Scorpio Time. Na, 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 na. Ich hab sie nur halb getroffen. Ist jetzt nicht die beste Position, aber ich hol schon mal Droni raus. Man weiß ja nie, ne? Naja, 360 Schuss sind auch nicht sehr viel. Für die Dark Winter. Droni, greif ihn an. Ach, geht ja nicht. Schande, Mensch. Ich will die ganze Zeit immer auf E drücken. Ich komme da nicht lang, ne? Ich stehe leider zu weit draußen. Wir müssen da irgendwie ran oder er muss zu uns kommen. Auto! Verdammtes Auto. Ja, genau. Lauf in die Flammen. Verwirr sie. Verwirr sie. Mit Tollpatschigkeit. Massenverwirrung. Ja, die Gang ist da. So schön. Ich freue mich so, euch zu sehen. Echt mal, wirklich. Total. Zack. Wegsprengen. Boah, Elite-Schildträger sind das allerletzte. Direkt nach Sanitätern und den Bauschaumidioten. Das allerletzte, Mensch. Schildträger. Mieses Pack. Kann ich da rein? Ich kann nicht zufällig hier rüber. Geht nicht, ne? Das ist natürlich ein klarer Nachteil am Schild. Bitte, Munitionskiste, jetzt schon mal vorsorglich. Das wäre total cool. Na, wer kommt da angerannt? Wer will? Da hinten. Der lilane Pfeil hat mich gerade ein wenig verwirrt. Absolut. Hey, stopp. Munikiste da oben wahrscheinlich, ne? Oder doch draußen. Steht da einer? Ist das ein roter? Nee, nicht so wirklich. Alles cool. Aber da kommen doch bestimmt gleich wieder welche raus, die mir direkt in den Rücken fallen.
Kommt lieber gleich raus. Das wäre halbwegs fair. Da drinnen vielleicht? Nee. Money, money, money. Make me funny. Nö. Okay, dann müssen wir uns noch ein bisschen weiter rauskämpfen. Kriegen wir schon hin, ne? Das Gefecht ist ja im vollem Gange. Das kann nur gut werden. Gegner bewache einen Ort in der Nähe. Schön die Türen im Auge behalten. Nicht, dass wir hier schnurstracks in unser Verderben laufen. Hier gab es wirklich keine Munitionskiste. Nein. So. Na gut, dann mal Full Frontal Nudity. Alles zeigen, was wir so haben. Na, yeah. Zu viel, nein. Nicht rausrennen, nicht rausrennen. Ist verlockend, aber wir können uns das nicht erlauben. Kurze, kontrollierte Feuerstöße. Damit an die Deckung gehen. Ja, die erste Salve ist echt präzise. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Schön, danke. Da kommen doch bestimmt gleich noch neue hinterher, ne? Sind schon welche unterwegs? Nein! Hey, ja genau. Rolle vorwärts. Mit Hilfe über den Barren. Schande! Ich hätte mir das Ticket aufheben sollen, nachdem Droni verschwunden ist. Naja, beim nächsten Mal. Oder nehmen wir doch einfach die beiden hier. Da kommen wieder welche. Schön hinter Deckungen entlang laufen. Money, money, money. Vielleicht steht die Munikiste auch draußen. Okay, der ist durch. Schön. Na, wer kommt da? Einer von uns? Oder haben wir hier schon wieder Fraktionskriege? Haben wir uns schon wieder in die falschen Konflikte hier eingemischt? Hätte sich das Problem vielleicht in Luft aufgelöst, wenn wir nichts getan hätten? Sind das nicht sowieso die besten Probleme? Ey! Ja, genau! Sag mal, spinnst du? So, Droni ist wieder da. Das ist doch schon mal was. Absolut. Elite-Schildträger, wie heißen sie alle? Hier, friss Granate, Mann. Ja, perfekt. Das war echt Glück von euch. Nee, stopp. Was hat sie gesagt? Filmst du das? Ist das für YouTube? Oder macht ihr das so? Ist das ein Prank vielleicht? Weg, 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 lauf! Diagonales Movement, aber sowas von. Droni rausholen. Auf die Füße schießen. Oh, 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 wow, ich stehe auch wirklich... Ah, ah, ah. Alles cool. Droni, jetzt bist du dran. Schön reparieren. Mystica Medic, wir hassen ihn. So sehr. Hau ab, mach, dass du Land gewinnst. Du mieser Schmarotzer, du. Du bist kein richtiger Soldat. Du verteilst dir nur Aufputschmittel und Drogen und so. Das ist nicht okay. Nee, das ist sehr ineffektiv. Aber unsere Muni ist sowieso gleich alle. Wir müssen rein. Ungünstig. Hinter die Säulen, würde ich sagen. Money, money, money. Nee, keine Tickets einsammeln. Zu spät. Zu spät. Zumindest haben wir noch ein bisschen Scorpio-Futter. Weg mit ihm. Zack. Hey, hey. Was zur Hölle? Woher? Von woher wurde ich beschossen? Das kann doch nicht sein, dass hier keine Munikiste steht. Ich laufe bestimmt die ganze Zeit schon dran vorbei. Wie ich mich kenne, ist immer so, ne? Story of my life. Aber wir geben hier nicht auf. Wir knabbern uns durch. Und wenn es wieder eine Pistolen-Action werden würde, meine Güte, dann ist das halt so. Boom! Ja, ich kann auch stürmen, du. Stürmer, du. Medic, okay. Ja, genau, komm direkt hier her, Mann. Das freut mich. Durchladen. Weg mit dem Medic. Nieder mit dem... Oh ja, genau. Das ist genau das, was ich meine. Oh ja, genau. Okay, okay. Ja, natürlich. Natürlich. Haben wir hier durch die Gegend, Mensch. Am besten fliegst du noch ein Ründchen. Ja, mein Problem.
Oder auch nicht. Ich habe noch einen Flammenwerfer. Habt ihr die Tür offen gelassen? Habt ihr eine Munikiste gehabt in eurem Zauberraum, wo ihr alle hergekommen seid, hä? Ja, yeah, niederbrennen! Brenn ihn nieder! Und jetzt! Den Rest mit der Pistole. Aber er wird schon wieder hinter seinem Schild verschwunden sein. Wie wir ihn kennen. Aber es hat ihn nichts gebracht. Da ist der Anführer. Aber ohne Muni werden wir... Naja, ich sag mal, das Echo hier nicht überleben, ne? Oh, Mensch, diese Pistole, ne? Also mal ganz im Ernst. Da ist sie! Da ist sie! Gott sei Dank! Ne? Also eigentlich was ganz Normales, aber wenn ich es dann gefunden habe, freue ich mich gleich doppelt so sehr. Droni, können wir dich hier fresh aufladen? Ja, es sind genug Tickets draußen. Das große Comeback, wenn wir uns jetzt nicht zu blöd anstellen. Aber man weiß ja nie bei mir. Hm. Zurück in das Schild. Ticket, Ticket, Ticket. Genau, mach's kaputt. Gute Idee. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Da ist niemand. Da ist der Anführer, den holen wir uns. Im ultimativen Nahkampf. Na? Freust du dich schon? Ich mich auch. Yay! Auf die Rübe, Mensch. Kontrollpunkt gesichert. Und jetzt kommen sie. Aber wer versteckt dann bitte auch eine Munitionskette hinterm Tresen? Okay, und jetzt wieder gucken, von wo kommt der Feind. Und irgendwo sich dann hin positionieren, wo wir so ein bisschen zirkeln können. Wie in einem Shooter von vor 10 Jahren. Umso mehr man hier seine Fertigkeiten ausbaut in Division, umso altgetrimmter wird dieses Spiel. So ein bisschen fühlt sich das an wie bei Outriders. Das ist auch so im Prinzip von der Grundart, ne? Also man kann in Deckung gehen und so, aber man ist am besten immer noch bedient, wenn man einfach frei rumrennt. Außer wenn man vielleicht als Sniperino unterwegs ist, wie ich manchmal. Aber derzeit spiele ich den Pyromanen. Die ersten Folgen damit sollten bald rauskommen. Das ist mein dritter Durchlauf. Das erste Mal mit einer anderen Klasse. Ich glaube, entweder heute oder morgen. Oder vielleicht ist die Folge auch schon rausgekommen. Ich habe den ganzen Überblick verloren. Wir stehen ja echt ungünstig, fällt mir gerade so auf. Wir müssen die Straßenseite wechseln. Der Mistkerl da, ne? Der macht mir echt Sorgen. Wir haben einfach keine Reichweite. Also selbst, naja, die Kette war schon so ein bisschen doof auf Reichweite, aber die Dark Winter ist natürlich alles andere als besser. Na, wo willst du denn hin, man? Oh, 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 oh. Mein schönes Schild. Oh, Mensch. Die Dark Winter, ey. Wo? Was? Wo? Wer? Ich hab schon wieder Beschussparanoia. Wechseln. Schießen. Geht doch. Ist sie hinüber? Ja. Sie hatten nur vergessen, wegzufliegen. Aber dann konnte sie sich ganz schnell wieder daran erinnern. Da kommen neue. Rückzug. Ja. Geht klar. Na. Alles cool. Wir stehen solide noch. Ja, Brandsatz. Ich liebe euch, wirklich. Alles cool. Na, hinter mir. Na, Das war die Grenadierin, ne? Deckung, wow! Schande! Da kommen sie! Oh mein Gott, ich habe so ein Problem. Weg! Wow, lauf! Meine Güte! Aber sie kommen hinterher. Nicht doof!
Meine Güte. Ja, herrlich. Und Schildi ist auch wieder am Start. So ist cool. So ist es schön, so kann es bleiben. Schlechte Position eigentlich, ne? Wenn ich gleich mit dem Schild wieder rausgehe. Aber hier ist auch nicht viel besser. Das ist der Anführer. Ich muss mir noch eine schöne Position hier raussuchen. Irgendwo, wo ich mit dem Schild auch zirkeln kann. Eigentlich da drüben war gar nicht so verkehrt, ne? Um die Ecke rum. Und hier hin. Und zack. Schön über die Straße gehen. Deckung. Schön in der Deckung bleiben. Schild rausholen. Nicht verwirren lassen. Alles cool. Ist da einer? Nein, noch nicht. Verdammter Stormy. Das ist der Anführer, ne? The Dragon! The Dragonborn! Na los, komm her. Komm her, Mann! Jop, kriegen wir hin. 3 Tickets. Bis. Ah ja, bis Droni wieder aktiv ist. Schade. Alles cool. Noch ist cool. Na, wo willst du hin? Ich brauch Tickets, Mensch. Da drüben liegen sie. 3 Stück. Willst du zu mir? Komm zu mir. Komm zu mir. Hier rüber. Position verraten. Ungünstig. Toni. Oh. Dankeschön. Feindlicher Anführer neutralisiert. Das war jetzt. War das schon die Rückrunde? Ich habe den Überblick verloren. Schon wieder. Shame on me. Ne, hier ist. Ja, ich glaube schon. Das war schon die Rückrunde. Da vorne ist nur noch einer. Da hat sich einer versteckt. Das macht total Sinn, finde ich, muss ich sagen, mit der Reparaturdrohne. Und irgendwann, wenn wir mächtiger sind von der Ausrüstung und die heroischen Gegner hier besser wegsprengen können, können wir ja wieder voll Angriff gehen. Aber diesmal mussten wir uns leider für eine leichte Defensivtaktik entscheiden. Weil anders wären wir hier nicht durchgekommen. Es wurde immer schlimmer. Aber jetzt nicht übertreiben. Der Killer nur, alles klar. Gehören die noch dazu? Nie im Leben. Doch, wir haben noch dazu gehört. Oh, ein Feuerwandpunkt. Ein einzelner. Das könnte bedeuten, dass das Limit einfach mal voll ist. Also, dass das Maß voll ist. Yeah! Mäßiges Killer-Gnudu. Ja, aber zieh dich. Untersuchung aktualisiert. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ja, ist gut. Ist gut. Ich guck gleich nach. Aber das Killer-Gnudu stresst mich so ein bisschen. So ein ganz klein bisschen. Es wäre schön, wenn es rüberkommen würde. Ne, wir haben gerade 3 Punkte wieder bekommen. Ist noch nicht voll. Wir haben noch ein bisschen zu spielen. Aber der Flammenwerfer ist gar nicht verkehrt, ne? So in gesonderten Situationen. Schieß! Ist es weg? Ja, ist es weg. Und wir haben keine Muni mehr. Aber die Dark Winter, Mensch! Yay! Endlich! Paradigmenwechsel auf dem Weg, Proviant zu sammeln. Ich nehme eine 9er Chicken McNuggets und eine große Pommes. Oh, cool. Na, Droni einpacken zum Aufladen. Schön. Droni einpacken zum Aufladen. Das geht nicht. Ich kann Droni. Schön, dass wir Droni eingepackt haben zum Aufladen. Was haben wir denn hier Schönes? Nope, nope, nope. Und jetzt eigentlich theoretisch Wasser, ne? Aber ich bin so heiß gerade auf einen Haupteinsatz. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Angriffssysteme, Waffen, 7-3 Kopfschussschaden nehmen wir immer mit. Wird später auch sortiert. Und hier hätten wir noch Glühwürmchen und einmal Anker. Aber Anker will ich jetzt gerade nicht. Hey, nun mache, Junge. Ist hier noch mehr Kram? Nee. Haben wir Flammenwerfer-Moni ein bisschen, ist aber echt verdammt wenig. Mal gucken, ob wir da nicht irgendwann mit Feuerwandpunkten noch was rausholen können. Das wäre schon nicht verkehrt. Doppelkopfadler für mehr LMG-Schaden. Ja, später für unser LMG-Bild. Mal gucken.
Vielleicht ziehen wir da mal ein tankiges Bild hoch oder so. Wo man so ein bisschen Schaden einstecken kann. Auch wenn das dann bedeuten würde, dass wir weniger Angriffspunkte verteilen, aber wenn wir dann eine LMG oder so haben. Ich glaube, das würde das Ganze dann schon ganz gut kompensieren.